select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Kalle, Glückwunsch zum Gewinn des Kreispokals, des Rothauspokals, Kreis Pforzheim. Wie sind die Emotionen jetzt? Ja, absolut klasse. Also ich freue mich unendlich fürs Team. Die hatten ja bisher schon 4 Endspiele, also 2-mal Relegation, 2-mal Pokalsieg. Insofern absolut gigantisch jetzt. Ich freue mich, dass sich die Jungs einfach selbst belohnt haben. Ja, man hätte vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ihr Kreisklasse A spielt und der Gegner Kreisliga Wurmberg etwas als Favorit gesehen. Wie habt ihr es gesehen und wie seid ihr in das Spiel reingegangen? Ja, unser Weg war ja ein bisschen steinig in das Pokal-Endspiel. Wir haben bereits 2 Kreisligisten ausgeschaltet. Einer ist nicht angetreten. Insofern war für uns klar, dass wir gegen Spitzenteams oder gegen Teams aus der Klasse höher absolut mitmischen können. Und für uns war wichtig, ein positives Bild zu erzeugen. Einfach, wir haben auch nur vom Pokalsieg gesprochen, nicht vom Pokal-Endspiel, sondern ganz, ganz positiv gestimmt, einfach um heute erfolgreich zu sein. Was meinst du, woran es mehr lag? An euch oder vielleicht an dem Gegner, der heute vielleicht nicht so viel geboten hat, wie man erwartet hätte? Ach, ich weiß nicht, ich möchte lieber über meine Mannschaft sprechen. Also wir haben eine überragende Mannschaftsleistung, wirklich von Nummer 1 bis zur Nummer, heute waren 6 auf der Bank noch. Ich konnte ran und alle einwechseln, die hätten es alle verdient gehabt, auch mit dem Ersatztorwart. Und ich möchte eigentlich gar nicht über den Gegner sprechen, sondern über die geile Truppe, die da drüber steht und feiert. Und es wird einfach ein mega Abend. Was wäre das denn für ein Abend? Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben? Ja, wir werden auf jeden Fall nachher ins Clubhaus gehen. Ich denke mal, dann wird es auch richtige Party nochmal geben. Und vielleicht auch zu später Stunde, dass wir mal den Ort nochmal verändern. Lassen wir uns einfach überraschen, was der Verein so ein bisschen geplant hat. Und wir sind ja ein Stück weit vorbereitet, auch mit den T-Shirts. Und wir hatten schon fest damit gerechnet, einfach mit der Überzeugung, dass wir das einfach nach Hause holen können. Und umso mehr freut mich jetzt, vor allem für die Jungs und für den Verein. Ah, da kommt noch eine Bierdusche. Verhaken über den Hintern. Es läuft überall rein. Die wievielte Bierdusche war das jetzt? Wahrscheinlich die 5. oder 6. Okay, ich will dich nicht lange aufhalten. Kurzen Ausblick darauf, was jetzt noch kommt. Auf die nächsten Spiele, die ja schon, für euch geht es ja schon am Dienstag weiter. Und was ihr euch sonst noch als Fünftplatzierter in der Liga vorgenommen habt? Fünfter war eigentlich unser Ziel. Für uns, wie gesagt, geht es am Dienstag weiter. Insofern probieren wir da alles wieder auf den Platz zu bringen. Besonders Spiel gegen meinen alten Verein einfach, die auch gegen den Abstieg spielen. Aber für uns ist es wichtig, den Anschluss zu halten an die Spitzengruppe und vielleicht nochmal mit dem Erfolg am Dienstag nochmal gestärkt in die Woche zu gehen. Am Sonntag haben wir ein Heimspiel, wir sind die heimstärkste Mannschaft der Liga und vielleicht schaffen wir auch wieder ein bisschen Anschluss nach oben. Bestmögliche Platzierung, wie gesagt, Platz 5 sind wir zufrieden, aber wir haben vielleicht noch ein bisschen was vor. 6 Punkte ist der Relegationsplatz, glaube ich, weg und warum nicht? Ja? Man muss uns erstmal schlagen. Kalle, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Merci, alles klar, gleichfalls, ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.